Trader und Zuschauer unserer täglich neuen Handelsideen hier bei Tickmill live auf Facebook jetzt während dieses Streams und auch ein herzliches Hallo an all diejenigen, die dieses Webinar dann in der Aufzeichnung schauen auf dem YouTube-Kanal von Tickmill und natürlich auch jederzeit hier auf Facebook direkt auch einzusehen. Die heutigen Handelsideen beginnen wie immer mit den Nachrichten, aber vorab der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren wie immer hier an dieser Stelle, wenn Sie traden, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Also einen schönen guten Morgen nochmal an dieser Stelle und wir schauen dann auch gleich auf die Nachrichten. Zuvor noch ein kleiner Blick auf die Vergangenheit. Was haben wir gestern an den Märkten gesehen? Wir haben gesehen, dass die Risikoneigung der Anleger wieder etwas zugenommen hat. Das konnte gut gesehen werden, dass der Ölpreis nach unten gegangen ist. Da sind die Risikoabschläge sozusagen etwas raus oder beziehungsweise die Risikoaufschläge etwas rausgenommen worden aus dem Markt. Die Anleihen haben auch etwas nachgegeben. Also die Gelder sind aus den Märkten herausgeflossen, wo sie vorher vom Prinzip her in die, ja, ich will nicht sagen sicheren Häfen, aber der Anleihebereich wird ja häufig auch dazu genutzt, das Geld mal so wieder dazwischen zu parken, wenn es an den Aktienmärkten nicht gut läuft. Von der Seite her, wenn es dort rausgeht und wir steigende Kurse bei den Aktienmärkten sehen, ist das doch ein Indiz dafür, dass die Gelder umgeschichtet werden, wenigstens im kurzfristigen Bereich. Das hat dann auch sehr, sehr interessante Bewegungen bei den Indizes hinterlassen, zumindest mittlerweile bei den US-Indizes hier in Europa, beim DAX und Eurostoxx 50 zumindest, ist es noch nicht ganz so stark zu sehen wie in den USA. Ich gehe da auch auf den Dow nachher in der Besprechung auch direkt mal noch ein und das sind die Dinge, die dann vom Prinzip her im gestrigen Tag auf uns am gestrigen Tag auf uns gewartet haben. Wir schauen in Kürze auch gleich nochmal auf einen ganz anderen Chart, der die Volatilität auch messen kann. Aber zuvor kurz zu den Tagesnachrichten direkt auf den Schirm. Was haben wir heute? Heute um 11 Uhr gibt es sehr, sehr wichtige Nachrichten und zwar der ZDW-Konjunkturindex wird in Deutschland veröffentlicht. Sehr, sehr wichtig für die Erwartungen an die zukünftige Korrektur. Sie sehen es auch hier im Chart, sehen Sie es beziehungsweise auf dem Bild. Die Prognose haben wir hier ein Minus von 0,8 und in diesem Zusammenhang um 11 Uhr gibt es auch noch die aktuelle Lageeinschätzung hier und da ist die Prognose auch, dass sie ein wenig zurückgeht in der Punktezahl von 90,7 im Vormonat auf aktuell 88 Punkte. Das sind die Dinge, die die Prognose uns hier entsprechend auch sagt. Am Nachmittag gibt es noch ein kleines wenig Informationen rund um das Thema Bauen, das heißt Baugenehmigung und Wohnbau. Entschuldigung, jetzt habe ich den Knoten in der Zunge. Baugenehmigung und Wohnbaubeginne. Schwierig heute für mich auszusprechen, warum auch immer. Das sind Zahlen, die auch die Wirtschaft unterstützen. Viel bauen heißt im Endeffekt auch, dass die Wirtschaft gut läuft. Es wird Material gebraucht und so weiter und so fort. Also diese Verkettung der Dinge, die dann da auch miteinander hängt, hat dann natürlich deutlichen Einfluss auf die entsprechende Entwicklung der Wirtschaft in den USA, der größten Volkswirtschaft unserer Welt. Gut, wie gesagt, bevor wir in die Charts reingehen zu meinen Handelsideen für heute, noch einmal kurz das Thema der Volatilität. Ich hatte es in dem Blog-Eintrag von heute auch geschrieben, die Volatilität an den Märkten ist zurückgegangen. Es gibt auch einen Future, einen Index dafür, der diese Volatilität misst und Sie sehen hier beispielsweise eine stark ansteigende Volatilität bringt in den Charts große Schwankungsbreiten, eine abnehmende Volatilität, auch die Unsicherheit sozusagen der Anleger nimmt momentan allerdings auch ab. Das sehen wir daran, dass im Endeffekt der Risikoappetit wieder so ein klein wenig zunimmt. Die politischen bzw. die Schauplätze in Syrien beispielsweise haben jetzt dafür gesorgt, dass keine weitere starke Unsicherheit gekommen ist. Das sehen wir dann daran, dass der Volatilitätsindex hier in diesem Bereich wieder schön am Sinken ist und mit steigenden Preisen am Aktienmarkt einhergeht. Also hier sehen Sie das Thema Korrelation einmal zwischen der Volatilität und dem
Aktienmarkt sind schon auch sehr, sehr stark verknüpft. Solche Dinge können Sie auch sehr schön für das vorbereitende Trading nehmen, beziehungsweise für Ihr Research, wenn Sie solche Korrelationen herausfinden und hier auch traden möchten. So, genug damit zur Vorrede. Gehen wir direkt in die Charts. Ich weiß, das ist das, was Sie auch interessiert. Wo ist Musik drinnen? Was ist hier interessant? Wo können Sie gute Trades möglicherweise auch platzieren? Schauen Sie mal, wir haben hier als erste Handelsidee, hier ist etwas verrutscht, ich lösche das gleich mal raus, hier ist etwas im Chart zugange, was doch ein sehr, sehr interessantes Bilden. Wir hatten das in letzter Woche Freitag schon mal angesprochen, in welchem Bereich sich der Markt hier momentan auch befindet. Aktuell hier im Dow, wir hatten hier den Hochpunkt an dieser Stelle, wo man gesagt hat, Mensch, na, hier gab es vorher eine Bewegung, die hat diesen Abwärtsdruck nach unten etwas rausgenommen, quasi den Abwärtstrend erstmal gebrochen. Danach hat natürlich noch eine Bestätigung gefehlt. Der Tag danach hat wirklich auch sehr, sehr tief korrigiert. Aber jetzt schauen Sie, wo wir mittlerweile sind. Wir sind hier momentan in einem Aufwärtstrend. Also die Charttechnik sagt uns, hier gibt es jetzt einen Aufwärtstrend. Wir haben eine Abfolge von steigenden Hochpunkten und steigenden Tiefpunkten im Markt ersichtlich. Der Trend ist jetzt entsprechend gebildet. Das heißt, bei weiterlaufenden Bewegungen nach oben im kurzfristigen Bereich liegt erstmal hier der nächste Widerstand beim Hoch dieser großen Tageskerze vom 22.03. im Bereich von 24.000 und knapp 800 Punkten. Wenn es darüber geht, liegt der nächste Wert im Widerstand hier oben bei um die 25.000 Punkte. Und Sie sehen, nach oben hin geht es dann Stück für Stück weiter, je nachdem, wie Ihr Handelshorizont entsprechend auch ausgerichtet ist. Und das, was wir hier jetzt sehen, sehen wir selbstverständlich auch im Stundentrend. Schauen Sie mal, wir haben hier einen sehr schön laufenden Trend nach oben hin. Also hier schöne Bewegungen, tiefe Korrekturen, die der Markt auch immer wieder rausnimmt, mal wieder etwas Unsicherheit und dann aber wieder direkt die Spannungsbogen aufgebaut nach oben. Also hier sehen wir das Ganze nicht nur durch einen Rutsch einer einzelnen Kerze nach oben, sondern es ist wirklich eine schön trendige Bewegung innerhalb dieses Index, wo wir hier schön auch unsere Trades entsprechend innerhalb von Trends platzieren können. Also das zum Thema Dow 30. Als nächstes habe ich noch einen zweiten Index für heute mit im Blick, und zwar ist das der japanische Aktienmarkt, der japanische Aktienindex, der Nikkei. Das Kürzel ist hier JP225. Hier eine doch interessante Situation aus dem Blickwinkel Trendbewegung, Trendkorrekturen. Auch schauen Sie, wir haben hier, ich zeichne das mal für Sie eben ein. Ich glaube, diese Linie können Sie etwas schlecht sehen. Die mache ich gleich mal noch etwas stärker für Sie. Das heißt, auch eine andere Farbe. So, okay, so gut. Also, wir haben hier entsprechend einen Trend, der noch immer nach unten gerichtet ist. Sie sehen es hier unten, letzte Bewegung. Jetzt haben wir eine extrem tiefe Korrektur, aber wenn jetzt die Märkte weiterhin positiv tendieren, dann wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der japanische Aktienmarkt von dieser etwas positiveren Stimmung auch anstecken lassen. Das heißt, was wir dann unter Umständen sehen können, ist, dass sich dieser Aufwärtstrend, den wir jetzt hier untergeordnet haben, der stellt allerdings momentan nur die trendförmige Korrektur dieses übergeordneten Abwärtstrends dar, ist aber ein Aufwärtstrend. Und schauen Sie sich mal hier, innerhalb dieses Aufwärtstrends hat sich doch ein interessantes Korrekturmuster gebildet. Dieses ansteigende Dreieck zeigt uns, dass die Händler immer früher anfangen zu kaufen, was in der Regel eher ein Zeichen von Stärke als von Schwäche ist. Das heißt, das Potenzial, was sich jetzt hier an dieser Stelle ergibt, ist, dass der Markt über diese Oberkante ausbricht und dann im Endeffekt die nächsten Widerstände anläuft. Der nahe Widerstand liegt hier oben am letzten Korrekturhoch. Damit wäre dieser Trend, dieser Abwärtstrend dann auch gebrochen mit Überschreitung dieses Standes. Das sind ungefähr 22.100 Punkte. Und dann sehen Sie hier auch relativ nah auch 22.375 und hier 22.511 liegen schon die nächsten Widerstände in diesem Bereich, wo der Markt dann, wenn er stärker beginnt, auch reinlaufen kann und wir hier eventuell auch mit Orders anderer Händler rechnen können. Kommt es allerdings auf der anderen Seite,
Da gibt es ja immer zwei Szenarien. Eine solche sehr stark verdichtete Situation kann immer in beide Richtungen aufgelöst werden. Und hier kann es unter anderem auch sein, dass der Markt nach unten ausbricht. Und das ist für die kurzfristigen Trader relativ interessant, weil wir haben hier, schauen Sie mal, die Kerzentiefs, die liegen allesamt relativ nahe beieinander. Das heißt, da kann es auch mal relativ schnell gehen, dass man einen Rutsch nach unten bekommt. Das heißt, eine nicht so schöne Nachricht vom Markt, wo der Markt sehr sensibel darauf reagiert. Und schon kann es mal relativ schnell auch nach unten gehen. Das heißt, hier in diesem kurzfristigen Bereich liegen die Tiefs dieser Tageskerzen doch sehr nah beieinander, dass das auch relativ schnell gehen kann, dass einfach systemtechnisch bedingte Stops auch ausgelöst werden. Ansonsten hier ganz klar im Tageschart ersichtlich das letzte Tief dieser aktuellen Korrektur hier unten um die Marke von 21.300 Punkte. Wenn das Ganze auch hier drunter fallen sollte, ist dieses Aufwärtsszenario definitiv auch komplett gestorben. Das heißt, hier sind wir ja noch in der Korrektur. Das heißt, es kann auch schon mal noch ein Stückchen nach unten gehen. Dann wäre zwar dieses Korrekturmuster nicht mehr gültig, aber der Markt kann ja auch runter korrigieren und dann wiederum drehen nach oben laufen. Auch eine weitere Möglichkeit. Aber für heute steht hier definitiv das Muster dieses ansteigenden Dreieckes definitiv erstmal da und wir werden sehen, was der Markt hier entsprechend bereithält, um das Ganze auch zu traden. Also Sie sehen, da ist auch einiges möglich, was Sie hier entsprechend an Handelsmöglichkeiten aus dieser Korrektur oder diesem Muster im Chart herausziehen können. Und dann wechseln wir noch zu einer zugegebenermaßen exotischen Währung, aber einer Währung, wo der Chart eine interessante Konstellation gebildet hat. Und zwar ist das das Währungspaar Euro-Türkische Lira. So, jetzt haben wir es hier. Ich gehe da direkt auch in den entsprechenden Chart hinein und was für mich hier wichtig ist, ist nicht so stark der Tagestrend im Moment, sondern wichtigerweise der Stundentrend. Aber wir beginnen hier mal ganz kurz noch mit dem Tageschart. Weshalb beginne ich mit dem Tageschart? Das liegt daran, wir haben hier, Sie sehen es, einen aufwärts trendierenden Markt. Ne? Sie sehen hier schön, der Markt läuft schön nach oben, hat eine sehr, sehr starke Bewegung gemacht, ist also momentan ein Markt, der doch mit Stärke glänzen kann und wir haben jetzt hier diese Kerze, diese grüne Kerze haben wir gestern im Chart gehabt und diese Kerze ist mal so die erste Kerze für einen Indiz einer Kursumkehr. Das heißt, hier ist der Abwärtstrend, der Korrekturabwärtstrend rausgenommen worden, weil wir über das Hoch entsprechend dieser roten Vortageskerze drüber gelaufen ist. Und das hat mich hier auf die Idee gebracht, einfach mal in den Stundenchart hineinzuschauen. Und Sie sehen, wenn Sie in den Blogbeitrag hineinschauen, schauen Sie, hier habe ich die Vorbereitung für den heutigen Handelstag auch gemacht. Diese großen Muster sind auf alle Fälle da und es gab hier an dieser Stelle die Situation, entweder der Markt läuft jetzt hier noch etwas unten rein, dann haben wir hier die nächste Unterstützung im Bereich von, was haben wir hier, 5,05630 liegen. Also Sie sehen, der Markt hat momentan das Szenario komplett auch gespielt, ist hier in diesen Unterstützungsbereich reingelaufen. Jetzt bleibt es natürlich spannend, was hier passiert. Findet der Markt wieder die Stärke nach oben, dann kann es sein, dass der Markt wieder Richtung des Hochs hier oben läuft und dann die weiteren Kurse anläuft. Aber wenn wir uns den Chart jetzt einfach mal live anschauen, ich mache den Chart dazu mal noch ein klein wenig kleiner, dann haben wir momentan einfach die Situation, dass der Markt hier korrigiert nach unten und es, wenn es keine Stärke gibt, schon wahrscheinlicher ist, dass der Markt jetzt erstmal herunterläuft. Sie sehen jetzt auch mal live, weshalb es gut ist, wenn man an solchen Stellen zwei Szenarien auf der Uhr hat, weil dann können Sie als Händler auch sehr flexibel auf das reagieren, was der Markt hier gerade macht. Also wie schon gesagt, solche Bewegungen sind schön für den ganz kurzfristigen Intraday-Handel geeignet. Ansonsten, wenn der Markt jetzt, was er uns hier zeigt, nicht direkt mit Stärke weiter reagiert, ist auch ein weiteres Szenario, das wir sehen, das hier ist die erste initiale Bewegung gewesen, die diesen Aufwärtstrend gebrochen, diesen Korrekturabwärtstrend hier gebrochen hat. Jetzt haben wir eine Korrekturbewegung quasi, die auf diesem Markt hier hineinläuft. Das heißt, hier geht es Stück für Stück nach unten. Es kann vom Prinzip her bis in den Bereich hier unten reingehen, ohne
dass jetzt dieser Bruch hier negativ beeinflusst wird, weil wir haben ja momentan noch keinen neuen Trend und dann kann der Markt hier unten rumdrehen. Also das ist mal ein weiteres mittelfristiges Szenario und dann wieder nach oben laufen. Das heißt, wir hätten dann hier unten eine Umkehr und eine zweite Bewegung, die hier hoch startet. Das wäre das eine Szenario. Das andere Szenario, was hier passieren kann, ist, und da ist es wichtig, einmal wieder in den Tageschart hineinzuschauen. Das mache ich auch für Sie gleich mal. Wenn wir hier im Tageschart unterwegs sind, na klar, die Korrektur ist jetzt noch nicht so tief vorangeschritten. Das heißt, wir können hier ohne weiteres auch die Situation erleben, dass dieses erste Umkehrsignal hier ein sehr frühes war, was aus gewisser Marktstärke heraus entstanden ist, aber der Markt nicht stark genug bleibt, um dieses Signal zu traden. Das heißt, wir schauen jetzt hier einfach auch mal rein, schauen Sie mal über die Fibonacci-Levels entsprechend in den Markt bis hier oben hin, die Korrektur. Ab 50% handle ich persönlich solche Signale auch ganz gerne, aber manchmal kommen sie bei Stärke halt einfach früher. Es kann hier natürlich auch ohne weiteres passieren, dass der Markt vom Prinzip her hier weiter nach unten läuft und wir eine tiefere Korrektur in diesem Falle sehen und wir die Kursumkehr entsprechend etwas später bekommen. Also hier einfach geduldig abwarten. Das war das erste Anzeichen dafür, dass der Markt hier rumdrehen wollte. Es braucht jetzt noch Bestätigung und wenn es nicht bestätigt wird, und das ist ja das Schöne, dann gibt es noch andere Alternativen und das ist das, was wir im Markt hier momentan auch sehen. An dieser Stelle bin ich soweit mit den heutigen Handelsideen durch. Ich bekomme hier noch eine interessante Frage und zwar mal das Währungspaar Schweizer Franken, japanischer Yen zu besprechen. Das mache ich natürlich sehr, sehr gern. Heißt, ich klicke jetzt einfach mal in den Chart hier rein, Euro-Yen. Und da schauen wir gleich mal, was in diesem Chart drinnen ist. So, also hier haben wir vom Prinzip her, ich gehe mal vom großen Bild her einfach aus, wir haben hier die Situation im Chart, dass der Markt innerhalb des Tagescharts vom Prinzip her den Abwärtstrend entsprechend gebrochen hat. Also diese Linie, dieser Bereich hier oben, was mal das letzte Korrekturhoch gewesen ist, um die Kursmarke von 132,411 ist rausgenommen worden. Und interessant ist hier auch zu sehen, wir haben untergeordnet auch einen Aufwärtstrend. Das heißt, dieser Abwärtstrend ist durch einen Aufwärtstrend gebrochen worden, quasi der hier im Kleinen mittlerweile auch in seiner Bewegung wieder steht. Das heißt, hier dieser Markt ist momentan auch aufwärts gerichtet. Ich sehe gerade Schweizer Franken, japanische Yen. Bitte entschuldige, Olaf, kein Problem. Ich wechsle gleich mal den Markt, dass wir hier keine Zeit verschwenden. Schweizer Franken, japanischer Yen. So, hier haben wir es. Okay. Interessant, da sehen Sie auch noch meine Zeichnung vom letzten Mal mit im Chart und da sehen Sie, was der Markt hier Stück für Stück auch macht. Das heißt, was haben wir jetzt hier im Chart ersichtlich? Sie sehen auch noch die schwarzen Markierungen hier. Der Markt lief schon mal hier oben drüber, hat also diesen kleinen untergeordneten, also diese Bewegung hier beziehungsweise diesen letzten Trend rausgenommen, ist momentan auch über diesen Hoch gekommen. Also das heißt, wir haben jetzt hier auch einen Aufwärtstrend. Wir hatten die erste Umkehrkerze hier im Markt schon gehabt. Das war die Kerze. Das hatte ich auch im Blog geschrieben vom 12.04. und der Markt hat dann mit Dynamik direkt die oberen Kursbereiche auch abgeholt. Also der Trade ging von der Planung her sehr, sehr schön in die Zielmarke hinein und momentan ist es so, wir sehen hier unten so eine gewisse im Chart Seitwärtsbewegung. Das heißt, das ist jetzt eine Korrektur auf relativ flachem Level. Heißt vom Prinzip her, dass der Markt jetzt hier runtergelaufen ist, hochgelaufen ist, wieder runtergelaufen ist. Das heißt, wir haben jetzt hier eine dynamische Korrektur und wir schauen uns das Ganze mal kurz in der Stunde an, weil die Stunde bringt hier bei solchen flachen Dingen immer definitiv mehr Klarheit, auch interessanterweise leichter als Entscheidungshilfe zu nutzen, weil wir wissen ja, der Tag ist momentan eher aufwärts gerichtet als abwärts gerichtet und wir schauen einfach, wenn wir in diese Richtung des Tages traden wollen beispielsweise, was hier die Stunde macht und wir sehen in der Stunde momentan halt hier diese schöne
Abwärtsdynamik. Da sehen wir auch das Ganze trendförmig nach unten gelaufen. Das Ganze ist wieder gebrochen worden. Jetzt haben wir hier untergeordnet wieder leicht nach unten trendierenden Markt. Das heißt für mich persönlich, aus meiner Meinung her, sollte hier Folgendes passieren, dass wir wieder einen Long-Trend machen können. Wir haben jetzt hier einen leicht trendigen Markt, auch wenn das, was jetzt hier passiert ist, irgendwo innerhalb dieses Außenstabs gelaufen ist. Das sind halt auch gewisse Bewegungen im Markt, die man schon wahrnehmen kann. Und was jetzt interessant wäre, um wieder in die Long-Richtung zu gehen, ganz klar, wir müssen diesen Abwärtstrend hier brechen und dann wieder nach oben trendieren. Das heißt, im Optimalfall bildet sich hier entsprechend ein Aufwärtstrend in der Stunde. Also das heißt für all diejenigen, die in Richtung des übergeordneten Trends traden möchten. Ich persönlich für meinen Handelsstil warte hier erstmal einfach ab, dass wir wieder einen Markt haben, der auf alle Fälle diesen Abwärtstrend hier rausgenommen hat, um dann mich dem übergeordneten Trend anzuschließen und hier die Position nach oben aufzubauen. Alternativ hier diejenigen von Ihnen, die in der Stunde den aktuell bestehenden Trend traden möchten. Ganz klar, er ist momentan in seiner Korrektur. Wenn der Markt entsprechend nicht hier drüber hinausläuft, das heißt nicht über dieses Hoch, kann es natürlich auch sein, dass der Markt hier oben an dieser Stelle einfach nur weit korrigiert, um dann nach unten wieder in diese alten Richtungen zu laufen, Stück für Stück. Das wird sich jetzt zeigen, was der Markt hier macht. Wie schon gesagt, der Zusammenhang zwischen Tageschart und Stundenchart möchte ich eher persönlich für mich, das ist meine Meinung, die Long-Richtung traden, weil der Markt dort oben einfach aufwärts gerichtet ist. Wer es ganz kurz und knapp mag in den kleineren Zeiteinheiten, der schaut drauf, wie hier der aktuelle Trend in der Stunde ist, und der ist momentan noch abwärts gerichtet, was ich hier eingezeichnet habe an dieser Stelle. Ich hoffe, die Frage ist damit gut beantwortet. Olaf, passt soweit alles? Wenn ja, dann freue ich mich sehr auch darüber. Gut. In Ordnung. Dann an dieser Stelle weitere Fragen sehe ich jetzt im Chat hier auf Facebook Live erst einmal nicht. Dann vielen, vielen Dank für die Zuschauer und ich wünsche Ihnen einen tollen, erfolgreichen Tag, auch einen erfolgreichen Handelstag. Wir lesen voneinander morgen früh wieder, so gegen 8, wenn ich den Blog auch veröffentliche, und dann gegen 9 Uhr mit der Live-Besprechung der entsprechenden Handelsideen. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis morgen.